There's no turning back now. But it'll all be worth it. Na, wenn sie das sagt, dann wird da schon was dran sein. Und ich sage jetzt einfach mal Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil Outbreak. Und ich muss sagen, Leute, ich bin ganz schön nervös nach der Katastrophe. Oh, es geht direkt weiter hier. What's wrong with this thing? Stupid. Stupid piece of junk. Oh, it's losing electric pressure. Oh, screw it. I'll just find another way out of here. Ja, da hat man es eben schon mal gesehen, jetzt in diesem Ladevorgang, den ich einfach mal drin lasse, damit ich ein bisschen quatschen kann. Wir spielen Yoko, das aktuelle Szenario ist Below Freezing Point. Warte, Moment mal, ich muss mal kurz hier, so, okay. Das aktuelle Szenario ist Below Freezing Point. Ich habe natürlich, nein, das ist meiner. Weg da. Ich muss sagen, ich bin ganz schön nervös nach der Katastrophe, die da das letzte Szenario war. Ich gestehe es jetzt schon mal, wir spielen diesmal auf Easy, also auf leicht. Oh, ich habe die Karte gefunden. Okay. Moment, wo war denn Inventar? Ah, hier. Yoko hat die besondere Fähigkeit, die hat einen Rucksack dabei. Damit können wir 4 zusätzliche Gegenstände tragen. Außerdem steigt ihre Virusleiste von allen Charakteren mit Abstand am langsamsten. Das sieht man da unten rechts jetzt gerade sehr gut. Andererseits ist sie von allen Charakteren die langsamste und hält am wenigsten aus, hat aber noch so einen schönen Ausweichmove. Den demonstriere ich mal kurz. So, damit kann man Attacken ganz gut ausweichen. Ich habe fast nie mit Yoko gespielt, das heißt, ich habe auch nicht wirklich die Gelegenheit gehabt, diesen Ausweichmove zu perfektionieren. Ich hoffe, ich werde den im Laufe dieses Szenarios hier so halbwegs effektiv einsetzen, obwohl ich mir da nicht zu viele Hoffnungen mache, bin ich ja ganz ehrlich. Wir haben diesmal Alyssa und George als Begleitcharaktere. Die Alyssa, die bleibt hier direkt bei uns. Das finde ich schon mal ganz nett. Der George ist irgendwohin weggerannt. Keine Ahnung wohin. Oh. Monica? I didn't expect you to return. After your little incident, I assumed that you went and hid under a rock like the little child that you are. What is that capsule? Wait, wait! Are you after this too? You are, aren't you? Oh, you are so... Stop it. I don't understand what you're talking about. Don't play the innocent little girl with me. You can't fool me. You could never fool me. But... maybe we can work something out. Give me your ID card. Yoko, you little lifesaver. I'm so glad we had this chance to catch up. Have a nice life. What's left of it. Böse, fiese Monika. Und dieses Szenario ist tatsächlich ein Yoko-Szenario. Das heißt, auch wenn wir jetzt nicht Yoko spielen würden, würden diese Szenen hier genau so passieren, denn... Ich muss mich mal kurz umsehen. Wir gehen mal hier den Gang weiter. Denn Yoko hat hier tatsächlich in dieser Einrichtung mal gearbeitet. Das erleichtert uns gewisse Passagen später noch, wo andere Charaktere sich dann... Es geht noch mal da runter, Mädchen. Mädchen. Das geht doch. Wo andere Charaktere sich dann Umwege eröffnen müssen, kann Yoko um einiges schneller ans Ziel kommen. Und ich habe übrigens mal was ausprobiert, um den Bildausschnitt so ein bisschen zu vergrößern. Also beziehungsweise jetzt, wo ich das gerade aufnehme, habe ich es natürlich noch nicht ausprobiert. Ich werde es dann ausprobieren, ich erwähne es nur schon mal.
Ich hoffe, das klappt alles so, wie ich mir das vorstelle und ich erzähle hier jetzt nicht irgendwelchen Mist, der dann gar nicht zutrifft. Da rein. So. Ich habe Angst, Leute. Ich habe wirklich Angst. Nach dieser Katastrophe, die da das erste Szenario war, habe ich so dermaßen Respekt vor diesem Spiel. Ich weiß, ich bin nicht der beste Resident Evil Spieler, aber dass es so katastrophal enden würde, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. So, wir drehen uns jetzt erstmal um. Gehen hier hinten lang. Wir haben natürlich noch keine Waffe. Das ist so ein bisschen ein Problem, das wir jetzt hier haben. Aber jetzt sind wir im Chemikalienlager, im 7. Untergeschoss. Wir sind übrigens hier jetzt, wie ich es auch schon angekündigt habe, in William Birkins Labor tatsächlich unterwegs, aus Resident Evil 2. So, da glitzert doch schon was. Graue Chemikalienflasche, das ist eine Wurfwaffe. Ich habe übrigens ein... Ich habe den Passcode nicht. Ich habe übrigens eine Baustelle vor der Tür, mal wieder. Also, falls ab und zu was zu hören ist. Ich nehme hier wirklich kurz vor knapp auf. Also, das, was ich jetzt aufnehme, muss ich heute noch hochladen und veröffentlichen. Deswegen, also... Nein, 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 Mädchen. May I have it? Gib mir diese Waffe. This is it. Du kannst damit sowieso nicht umgehen. So. Wir können die aber trotzdem mal ausrüsten. Ich hoffe, dass wir hier noch bessere Waffen finden werden dann. So, das ist auch leer und wir kommen da nicht durch. Wir brauchen jetzt den Passcode, um diese Chemikalienregale... Achso, ich dachte, das ist die Tür. Sorry. Um die Chemikalienregale einzufahren, dass wir dann da an die Gegenstände in der Mitte drankommen, die wir brauchen, um dieses Szenario abzuschließen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass der Zombie inzwischen aufgestanden ist. Na, na, na. Nee, er liegt noch. Ich weiß ganz genau, was unsere super tolle Begleiterin machen würde, wenn wir ihr jetzt die Schusswaffe nicht abgenommen hätten. Ach ja. Die Stärken der damaligen KI. Großer Unterhaltungswert und sonst nicht so besonders viel. Will ich das Kraut haben? Nee, eigentlich will ich es nicht haben. Spielt da mal schön weiter. Hier liegt was. Das nehmen wir mal mit. Erste-Hilfe-Spray. Da liegt noch was. Lesen den Text jetzt. Ihr könnt ihn ja schon mal lesen, wenn ihr wollt. Einfach Pause drücken. Ich habe da leider gar nicht die Zeit für. So, ich scrolle hier kurz durch. Da war stand ein Passcode. Das heißt, wir hauen jetzt einfach mal wieder hier aus diesem Zimmer ab. Ich hoffe, dass der Passcode hinten für die Chemikalien ist. Komm, Alyssa, wir gehen. Lass das Kraut Kraut sein! Alyssa, du bist so doof! Du bist so doof! Ah, also ausweichen kann die KI überhaupt nicht. Deswegen ist es so ein Spießrutenlauf, vor allem auf den höheren Schwierigkeitsgraden, die irgendwie durchzukriegen. Ich weiß nicht, wie sie das jetzt gemacht hat. Aber der hier, der wird jetzt bestimmt auch demnächst aufstehen. Ich weiß nicht, ob es an ein bestimmtes Ereignis gekoppelt ist, dass der aufsteht oder einfach auf einen Timer. Denn viele Sachen in diesen Spielen laufen halt auch auf Timer. Nach so und so vielen Minuten passiert das und das. So, ich wollte jetzt erstmal hier in den Raum. Zum einen sind wir hier nämlich jetzt erstmal sicher. Das heißt, ich könnte jetzt einfach mal hier die... Wie mache ich denn das so? Die beiden Notizen hier lesen. Einmal die Labornotiz. Färbt sich beim Mischen braun. Ein starker Unkrautvertilger, sehr wirksam gegen Pflanzen. Vorsicht beim Umgang damit. Das ist natürlich wie Jolt, was wir ja in Resident Evil 1 auch schon mal gemixt haben. Und das werden wir hier auch wieder brauchen. Das ist vielleicht ein dezenter Hinweis darauf, was hier noch kommen wird. So, und die interne Notiz. Aufgrund verschiedener Vorfälle von Materialverlust haben wir uns entschlossen, ein Passcode-System einzuführen.
Mithilfe dieses neuen Systems wird jedes Öffnen und Schließen von Schranktüren genau überwacht. Die dadurch verbesserte Sicherheit sollte das Vorkommen von Materialmissbrauch reduzieren. Gleichzeitig wird unser Chemikalienschrank neu organisiert. Diese Aufgabe sollte Anfang nächster Woche beendet sein. Beachten Sie bitte, dass diese Informationen vertraulich sind. Das Unternehmen wird rechtliche Schritte gegen jeden einleiten, der diese Vorschriften nicht einhält. Passcode 4509. Leiter der Verwaltungsabteilung Walter Ryan. 4509. 4509. 4509. So. Bitteschön. Und jetzt können wir uns da schon die Chemikalien rausholen. Ich glaube zumindest, dass es hier Chemikalien gibt. Genau, VP17 kriegen wir hier. Das packen wir uns mal in den Rucksack. Und jetzt müssen wir wieder in den Raum mit den Zombies zurück. Ich guck mal kurz auf die Karte. Nee, so. So, da sind zwei Türen. Ihr seht schon, Yoko kennt sich hier aus. Die weiß, wie dieses Labor aufgebaut ist, weil sie eben hier schon mal gearbeitet hat. Das Problem mit ihrem Ausweich, mit ihrer Ausweichaktion ist halt, dass sie nach hinten ausweicht. Das heißt, wenn man mit Hilfe dieses Manövers an einem Gegner vorbei will, muss man sich vorher umdrehen. Das ist so der große Trick dahinter. Der da steht immer noch nicht auf, dann wird der uns keine Probleme mehr bereiten, weil wir hier nicht mehr her zurück müssen. Aber hier ist ja mindestens ein Zombie drin und zwei liegen auf dem Boden. Würden wir übrigens nicht Yoko spielen, würden wir einen Yoko-Zombie in genau diesem Raum treffen, der auf uns losgehen würde. Noch ein Grund mehr, warum ich in diesem Szenario jetzt Yoko ausgewählt habe. Ist der Zombie weg? Hallo? Hallo? Der ist weg. Na gut, wir gehen jetzt einfach mal weiter hier. Uns fehlt ja immer noch der Passcode. Also hier brauchen wir, glaube ich, auch einen Passcode. An diesen Konsolen da, um irgendwas zu tun. Jetzt fragt mich nur nicht, was. Don't touch me. Was hat's denn jetzt? Wow! Ein Zombie. Oh Mensch, bleib doch nicht einfach stehen, Mädchen. So, wir haben jetzt hier zwei Wege. Ich gehe erstmal hier rein. Boah, ist das dunkel hier. Der Luftschacht? Ach so, der Luftschacht. Okay, dann müssen wir erstmal in den anderen Raum. Hier geht es nämlich dann weiter. Glaube ich, aber... glaube ich auch erst, wenn wir V-Jolt hergestellt haben. Ich will nicht sterben, bitte. Erste-Hilfe-Spray. Das machen wir mal. Ich glaube, dafür kriegen wir nämlich eine Waffe. Sie haben mich gerettet. Hier, nehmen Sie das als Dank. Ein Gewehr! Ja! Ich habe ein Gewehr! Das hebe ich mir jetzt mal auf. Für den Boss. So, solange wir den Platz haben, nehmen wir mal die ganzen Kräuter hier mit. Ich will mal ins Inventar und... so, packen wir das mal weg. Kombinieren die beiden miteinander, um wieder so ein bisschen Platz zu schaffen hier. So, hat der noch was zu sagen? Seien Sie vorsichtig. Ja, mehr hat er aber nicht zu sagen. So, und hier ist die riesige Pflanze. Und als wir Resident Evil 2 gespielt haben, habe ich ja gesagt, diese Pflanze, die wird in einem anderen Spiel noch ein Problem werden und mit der werden wir uns in einem anderen Spiel auseinandersetzen. Das Spiel, was ich da meinte, das ist dieses hier, denn unsere nächste Aufgabe wird es sein, diese Pflanze mit Hilfe des Pflanzenvernichters V-Jolt zu zerstören, damit wir dann da die Leiter hochklettern können. Dazu fehlt uns jetzt allerdings noch die zweite Chemikalie. Wir haben das 17er-Zeug, irgendwo gibt es jetzt noch das 3er und daraus können wir ja dann V-Jolt mixen. Bitte keine Zombies, bitte keine Zombies. Oh. Ein Eisenrohr, Nahkampfwaffe. Ne, das kann sie mal mitnehmen, denn... Gut, dann machen wir es halt anders. Und zwar ganz anders. May I have it? Wir nehmen ihr mal die Munition ab, die sie irgendwo gefunden hat, und geben ihr dafür das Eisenrohr.
So, da haben wir nämlich gleich hier so ein bisschen was ausgerüstet. Das Gewehr würde ich jetzt gerne in meinen Rucksack packen. Ist das umständlich? So. Einfach damit wir ein bisschen Platz haben, falls wir hier schnell einen Gegenstand benutzen müssen. Das ist auch noch ein relativ kurzes Szenario, meine ich mich zu erinnern. Piep? Wieso piep?